Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und es gibt eine weitere Herausforderung hier im Clash Fest. Ich habe sie heute Morgen schon gespielt und wie es denn natürlich so ist, das gelingt mir kein zweites Mal. Also ihr seht hier die Galadon-Herausforderung mit 3 Sternen zu meistern. Im Neuigkeitenmenü erfährst du mehr über die Belohnung. Da müsste ich jetzt auch mal eben nachschauen, was eigentlich hier die Belohnungen sind. Wartet mal. Jetzt ich so, wartet mal, ne? Immer dies. Wartet mal. Ja, wartet mal bitte. Es kommt heute noch für euch ein zweites Video. Das sei gesagt. Denn ich will so ein bisschen Fazit zur WM ziehen. Also Tag 2 und Tag 3. Und jetzt wollte ich aber erstmal eben nachschauen, was denn als Reward eigentlich hier für euch drin ist bei dieser Challenge. Bei dieser Challenge gibt es ein Raffel, ein was? Raffel Prize Among heißt es hier. Everyone who triple in Leaderboard, 2000 Gems, 10 Winners. Aha, okay. Das wird also ausgeräffelt, wer das Ding hier 3 Sternt. Aber ich fand es jetzt ultra einfach. Können wir ruhig mal reingehen, aber ihr seht, ich habe schon einmal gemacht. Kann mir das jetzt also abholen hier. Kann aber auch nochmal angreifen. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Ich habe erst gedacht, naja, ganz schön schwer, ganz schön viele Adler. Aber ich habe hier oben angefangen mit einem, mit dem Super Lucky. Direkt hier oben 12 Uhr. Und der kann jetzt erstmal anfangen, hier etwas zu tun. Denn der braucht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, der braucht ein bisschen lange jetzt für die ganzen Sachen hier, aber der braucht ein bisschen lange für die ganzen Sachen. Und deswegen bin ich dann irgendwann hingegangen und habe hier die Rocket Balloons mit dazu gesetzt. Also immer jeweils auf die Hälfte hier der Adlerartillerien. Und das müsste eigentlich reichen, weil die immer wieder geheilt werden. Ne? Die werden immer wieder repariert, also nicht geheilt, sondern repariert. Und das möchtest du natürlich nicht. Also wir möchten schon, dass die ganzen Adler hier down gehen. Gar keine Frage, geht gar nicht ganz down. Sehr ärgerlich, seht ihr. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Ist aber nicht so schlimm. Obwohl eigentlich ist es doch schlimm, dass der da nicht geht. Eigentlich ist es doch schlimm, dass der da nicht geht. Und ich glaube, ich setze mal 2 Magier hier mit zu. Ich setze mal 2 Magier damit dabei. Okay, aber da schießen jetzt gleich wahrscheinlich dann die Hütten. Ja, schade auch. Sehr ärgerlich. Dann müssen wir hier, ich setze mal da einfach einen Packer rein. Der muss das hier jetzt richten. Und bin dann hier unten einfach vorgegangen gegen die ganzen Hütten hier. Und zwar nicht gegen die ganzen Hütten, sondern gegen die ganzen Infernos. Und zwar all in jetzt. All in, das heißt also 1, 2 Golems, 1, 2, 3, 4, King dahinterher, Warden mit rein, Queen mit rein und auch den Royal Champion. Und habe hier tatsächlich einfach die Bats reingeballert und auch die Skelette reingeballert. Da unten kommen gleich so ein paar Fallen raus. Habe hier noch ein paar Magier mit reingenommen. Einen Magier habe ich mir noch gelassen. Da kommen jetzt gleich ganz, ganz viele Fallen raus. Das ist auch der Hammer. Okay. Aber egal, schnell mal weggegiftet. Da kommen noch mehr. Okay. Müssen wir hier vielleicht nochmal den Magier setzen. Aber hier unten brennt halt nichts an. Ja, ihr seht das selber. Die Helden gehen hier mit den Bad Spells und mit den Skellies hier rein. Oben in der Mitte passt das jetzt auch noch ganz locker. Und letztendlich muss ich nicht mal einen Helden zünden. Ich nehme die Minion schon nicht mehr mit, weil da hinten am Ende sind noch mal ein paar Luftfallen, die überleben sowieso nicht. Man könnte sie jetzt spielen, ich lasse sie aber jetzt mal weg. Also das ist wirklich mit eins der einfachsten Dinger hier. Und wenn ihr die anderen Herausforderungen auch gespielt habt, dann ist dieses Ding hier für euch sicherlich auch überhaupt kein Problem, das Ganze mal eben zu machen, muss ich sagen. Und ihr seht, ich zünde nicht mal einen Helden. Und die werden ja auch null hochgeheilt hier, aber es reicht ja trotzdem am Ende. Und na, vielleicht zünd ich es jetzt doch noch. 1, 2, 3, gerade so geschafft. Okay, gerade so geschafft. Also vielleicht doch zünden, dann habt ihr noch ein paar Truppen mehr drin. Aber ich denke mal, das ist wirklich eins der einfachsten Challenges, die es hier in diesem Spiel gibt. Und ja, ich meine, den einen Trank, den hole ich mir jetzt noch nicht ab. Dafür flute ich lieber mal das Ding hier.
machen wir das mal so, Schub für Bauarbeiter. Und dann holen wir uns die Pulle auch wieder ab. So mache ich das eigentlich in der Regel. Und wie gesagt, das ist also, glaube ich, die einfachste Herausforderung, die ihr spielen könnt. Und ja, ich würde sagen, dann wünsche ich euch viel Glück. Lasst mich überraschen, wie die anderen das machen. Also das war jetzt meine Vorgehensweise. Hat ja so mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Beim ersten Mal hatte ich 22 Sekunden noch über. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht darum, das Ding einfach zu 3 Sternen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Die war jetzt kurz und knackig. Es kommt heute zum frühen Abend noch eine Folge. Ich habe noch was vorbereitet schon. Also kleines Fazit zur Clash of Clans und Clash Royale Weltmeisterschaft. Aber da lasst euch einfach überraschen. Da hakelt es auch leider ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen Kritik von meiner Seite, also aus meiner Brille. Aber wie gesagt, lasst euch die überraschen. Also bis später. Vielen lieben Dank. Euer Toto. Clasht.